Josh, am Samstag haben wir mit 2-1 gegen Paderborn gewonnen. Wie zufrieden bist du mit eurer Leistung? Ja, ich glaube, am wichtigsten ist, dass wir gewonnen haben. Es gab trotzdem Punkte, die wir verbessern können. Genau, daran arbeiten wir diese Woche dran und versuchen das im nächsten Spiel noch besser umzusetzen. Du hast ja auch ein Tor erzielt, was leider nicht gezählt hat. Hat dich das noch beschäftigt die kommenden Tage oder sagst du Hauptsache Sieg, der Rest ist egal? Ja, also ich habe es mir noch einmal angeschaut. Ich weiß jetzt nicht, ob es am Ende Abseits ist oder nicht, aber das Wichtigste ist natürlich, dass wir am Ende gewonnen haben. I would say I'm more satisfied with the result and the whole performance. I think the second half, after the second goal, we really didn't play our game the best way we could. But in the end of the day, we have 3 points and we are happy with that. Now it's after the top game against Karlsruhe Saturday, 8:30. Certainly one of the best teams at the moment. What do you expect? Definitely, like you said, one of the best teams in the league at the minute. They are on a very good run. Like we saw also the game when we played in Millerntor. They're a good team, solid team, very hard to beat. So we have to be fully prepared and focused for that game. Ja, wie du schon gesagt hast, KSC ist einer der formstärksten Teams, die sehr viel Intensität auf den Platz bringen und die ein sehr starkes Pressing spielen, wo wir auf jeden Fall sehr gefordert sein werden und wieder unser Gesicht zeigen müssen. Wie schätzt du den KSC generell ein? Ja, ich schätze den KSC sehr stark ein. Haben einige auch junge Spieler da drin, aber auch ältere Spieler, so haben eine gute Mischung. Und wie du eben gesagt hast, dass sie zurzeit eben eine sehr starke Rückrunde spielen, dass auf jeden Fall ein schwerer Gegner wird. Generell Samstag 20.30 Uhr, wie gefällt dir die Anschlusszeit im Vergleich jetzt zu mittags? Ist ja schon dann eher auch nicht etwas, was man jeden Tag hat. Ja, es macht schon Spaß, Abendspiele mit Flutlicht, so. Dann ja, am besten in einem vollen Stadion. Das hat schon immer einen besonderen Charakter. How do you manage to maintain your focus in the crucial phase of the season? I don't think it's hard. We just need to focus on every game on its own. So we just focus one game at a time and we just go step by step. We're not thinking too much ahead. So I think it won't be an issue. Okay, then we wish you all the best and see you on Saturday. Thank you.